Hallo und willkommen zurück zu Jedi Fallen Order. Wir sind da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar immer noch am Planet Zepho. Den ersten Teil von Zepho. Hallo Renzo. Er ist schon im Chat unterwegs auf Twitch. Oder auf YouTube in dem Fall sogar. Wir haben den ersten Teil von Zepho schon abgeschlossen. Das war da hier dieser Umweg und dann diese kleine Höhle. Dann haben wir hier noch einige Sturmtruppen und dann eine Abkürzung durch den ersten Hangar freigeschalten. Und da wollen wir weitermachen. Ah, Renzo sagt ja, der schaut gleich Rise of Skywalker. Ich habe Rise of Skywalker Freitag gesehen, also vor, Moment mal, vier Tagen, fünf Tagen. Moment, heute ist Dienstag, Mittwoch. Sag mal, kann es sein, dass mein Rechner irgendwie rumspackt da? Ruckelt das Spiel auf Twitch? Oder... Mal kurz mal nachschauen, CPU ist so viel Auslastung. Sollte eigentlich nicht ruckeln. Mein OBS sagt gerade, dass es irgendwie nicht so zufrieden ist mit der Situation, aber sollte gehen eigentlich. Renzo, kannst du nachschauen, ob auf YouTube das Video ruckelt? Sollte eigentlich nicht, aber. Okay, also Rise of Skywalker, ich hab's mir angesehen. Ist eigentlich ganz gut, also ich mag den Film nicht wirklich gerne. Ich verstehe, was er versucht zu machen, aber ich finde, es wird zu sehr, die neuen drei Filme sind zu sehr eigenbrötlerisch, also zu wenig zusammenhängende Themen und so Zeug. Ist mir auch rauskommen schon, ne? Ja. Das heißt, ich habe mir von Rise of Skywalker etwas mehr erwartet eigentlich. Moment, wo sind wir da rausgekommen? War das nicht hier? Ich dachte, das war hier. Wahrscheinlich da drüben irgendwo. Ah, da war es, genau. Und ich glaube, dahinter sollten gleich zwei Sturmtruppler auftauchen. Ja, da kommt gleich der kleine Gegner und die Sturmtruppler. Jupp. Okay. Das heißt, ich hätte mir eigentlich etwas mehr erwartet von Rise of Skywalker. Und dementsprechend bin ich auch etwas enttäuscht, aber es ist, was es ist. Muss sich jeder mit abfinden. Ich bin deutlich mehr angetan von The Mandalorian, von der Serie, die auch gerade parallel läuft. Ja, das war bei mir genau, also Renzo sagt gerade, dass er das erste Mal war, dass er so länger auf den Film warten musste. Und das war bei mir auch der Fall. Also ich, das erste Mal, dass ich ihn nicht direkt am ersten Tag gesehen habe, sondern quasi zwei Tage warten musste. Es war eh keine lange Zeit, aber trotzdem. Oh. Ich weiß, was ich hier mache. Ja, okay. Gut, also die kleinen Gegner sind so wirklich nutzlos gegen mich. Wenn sie einzeln auftreten, ist es ganz, ganz einfach sogar. Aber hier. Der ist im Weg gestanden. Also wenn man das Ganze ruhig angeht, dann sind die kleinen Gegner relativ einfach hier. Sogar auf dem auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Da war ein TIE Fighter. Nicht so gut für mich. Gut, also wir suchen hier irgendwie Zeug. Ah, okay. Dann scannen wir hier. It's all lies. The Empire just wanted this land. Okay. Wir sind auf Zepho, weil wir... Oh, weil wir... Zeug suchen, das zu dem Tempel gehört, den wir auf Bogano gefunden haben. Der war jetzt etwas unerwartet, der Gegner. Right.
Hey! Stim, now! Oh. Moving back. I think we're too much for him. Hey! Das ist bei der. Help me! Okay. He's recovering. Push forward. Das ist, weil das ein größerer Gegner ist. Au. Au. Der ist irgendwie ein. Kann ich den jetzt scannen oder nicht? Ah, hier. Scout-Truppler. Der war irgendwie. Das war irgendwie ein Anführer, ne? Ja? Kommandeur. Okay, ja. Passt. Nur ein bisschen gewöhnen daran, dass der etwas stärker ist. Kiste? War egal, dass da was ist. Oh. Schieß mal, komm. Sollte nicht zu viel Lebenspunkte verbrauchen, ja? So, what was in there? Ah, die könnte ich meditieren. Ah, brauche ich das? Wie viele Punkte brauche ich noch? Na, die Hälfte noch circa. Ich könnte mich ausruhen und mit der neuen. Moment mal. Haben wir einen Skillpunkt frei? Schon, oder? Dann kann ich ja das verbesserte Parieren freischalten jetzt. Schauen wir mal. Ja, wir haben einen Fall. Das heißt, wir müssen ja nicht hier. Genau. Lernen wir das mal. Das heißt, wir tun uns natürlich gegen die Gegner jetzt etwas leichter, wenn mehrere Gegner sind, dann sind wir nicht gleich außer Atem. Wenn wir ihre Schüsse oder ihre Angriffe blockieren. Zusätzlich habe ich mir natürlich am Wochenende auch The Witcher angesehen. Ah, schieß, komm. Hey. It's the Jedi. Get him. Ja, ist okay. Where is he? I can't fight anymore. This one's mine. I don't need help to kill you. Picking us off. Okay, jetzt geht's besser. Da ist auch noch einer. Sehr gut. Da vorne sind noch zwei Truppler, die ich gesehen habe. Genau die vorne. Nicht vergessen. Ja. Und jetzt hole ich mir die anderen zwei. Kommandeur und so. Und Kommandeur ist natürlich aufgefallen, dass der einen Move hat, der unblockbar ist. Das ist natürlich schlecht für mich. So, etwas aggressiver spielen, glaube ich, dann geht das halt besser. Sind eh noch nicht so wirklich aggressiv drauf. Genau, ich habe ja, also Renzo schreibt es auch im Chat gerade auf YouTube, im Stream. Ich habe mir den The Witcher angesehen, alle 8 Folgen am Wochenende, wann es rausgekommen ist. So, letztes Wochenende. Where are you taking us? The Empire's forced the villagers from their homes, frightened refugees, shipped off to work camps, or worse. Okay, und The Witcher ist schon ganz gut umgesetzt. Ich meine, es ist nicht perfekt. Und mir hat speziell die erste Episode hat mir nicht so toll gefallen, aber die anderen Episoden sind schon ganz gut gelungen, muss ich sagen.
Ich hätte mir vielleicht etwas mehr... Wobei, eigentlich muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Serie. Es gibt eigentlich nichts, was ich wirklich groß geändert hätte oder groß gerne anders hätte an der Serie. Das heißt, ich bin da echt wirklich sehr wertefrei, was das betrifft. Und ich hätte gerne einfach nur die zweite Staffel. Weil die erste Staffel hat mir gut gefallen. Und es gibt sicher einiges, was man besser machen kann, keine Frage. Aber es gibt sicher sehr, sehr vieles, was man falsch machen hätte können und was nicht falsch gemacht wurde. Also, The Witcher ist sehr gut anzusehen. Kann ich da eigentlich? Nein, kann ich nicht. Irgendwo werde ich da wahrscheinlich rauf müssen, ne? Also, ich muss hier klettern. Ah ja, ich sehe schon, ich weiß schon, ich werde schon wohin müssen. Und zwar hier. Und drüber balancieren. Ah ja. Da brauchen wir nicht hin. Wir haben nämlich noch keinen Skillpunkt zu verteilen. Da können wir jetzt rüberspringen und dann passt das schon, ja. Gut. Gibt es vielleicht irgendwas, was wir hier noch machen könnten? Schauen wir die Karte an. Ja, nee. Das ist alles erforscht. Das passt alles. Das heißt, das ist nur die rote Tür. Also nicht rote Tür, sondern die rote Brücke hier, die ich noch nicht aufmachen kann. Die rote Tür, wo ich auch nicht weiter könnte. Wir müssen einfach hier weiter erforschen hinter uns. Ich weiß leider nicht, wie viel von den Secrets hier eingetragen ist. Das heißt, es kann sein, dass ich mich zu sehr auf die Karte verlasse und deswegen einiges von den Secrets nicht finde. Hallo Andreas, frohe Feiertage auch an dich und natürlich an alle, die zusehen jetzt oder später noch auf YouTube auf den VODs. Frohe Weihnachten und guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen. Okay, das kann ich noch nicht öffnen hier. Jetzt muss ich mal weitergehen hier. Ah, das kann ich öffnen. Nein, das kann ich auch nicht öffnen, weil mein Twitter noch keinen Scomp-Anschluss hat. Schade. Scomp-Anschlüsse sind die Computer-Interface-Terminals, die man in den Filmen immer sieht, wo sich R2-D2 meistens reinhackt. Die heißen Scomp. Haben wir jetzt schon genug für einen weiteren Skillpunkt? Ah, wir haben einen weiteren Skillpunkt. Okay, was nehmen wir? Das Problem ist, ich habe das, was ich haben wollte, habe ich nämlich schon, das Parieren. Das heißt, ich weiß nicht, was ich jetzt nehme. Mehr Machtpunkte und... ausweichender Tritt. Springt was an. Ich mach das wahrscheinlich. Weil ausweichen sollte ich sowieso mehr machen. Und das. Hilft mir, die Gegner irgendwie unter Kontrolle zu halten, natürlich. Ich finde weiterhin, dass der Effekt am besten aussieht hier. Die Bienenanlage. Ich warte nur darauf, auf das erste Mal, wenn wir in eine sehr dunkle Höhle kommen und dort auch noch Gegner bekämpfen müssen, sodass wir nicht die ganze Zeit leuchten können. Das war ja die Prämisse von Doom 3 damals, dass man nicht gleichzeitig Gegner bekämpfen kann und alles erleuchten kann. Was natürlich technisch keinen Sinn macht, aber natürlich gameplay-mäßig sehr interessant ist. Da gibt es jetzt zwei Wege, so wie ich das sehe, ne? Das ist ein Weg hier und ein Weg dort, ne? Ich gehe davon aus, dass das hier ein Secret unter Anführungszeichen ist. Das eher im Dunkeln liegt, würde ich mal sagen. Ja, da drum sehe ich schon eine Kiste. Mal erforschen, was da drinnen ist. Okay. Ich freue mich schon darauf, wenn ich andere Lichtschwertfarben verwenden kann. Ich habe sie schon mal erwähnt, glaube ich, in der ersten Folge, dass ich gerne ein orangenes hätte. Was ist das
hier? Oh, Licht! Und eine. Oh, okay. Wie kann das sein, dass ich da durch kann? Hab ich gut gemacht, habe ich gut gemacht. Bin ich offenbar doch richtig gewesen hier, das heißt, wir schauen in die andere Richtung mal. Wo man diesen Wallrun braucht. Ich finde lustig, dass überall hier so Geländer sind und genau an den einen Punkt, wo ich mich ans Geländer lehnen will quasi, ist keiner. Okay, was willst du scannen? My friend, in the rotation since I left Pagano, I've uncovered more about the Zepho than I once believed possible. Das war's, oder wie? Okay. Oh, da geht's weiter. Ich würde gern. Ah, da ist noch rot. Kann ich da aufmachen, oder wie? Ah, okay. Das heißt, hier komme ich nicht weiter. Das ist die andere Richtung war schon das Richtige hier. Zumindest haben wir jetzt Licht. Das ist schon mal etwas Besseres hier. Da geht's nicht mehr weiter. Wo kommen wir da raus? Ah, ganz oben über dem Dorf, ne? Ja? Okay. Oh. Oh, it's you! Was war das jetzt? Hat wer gesehen, wo dahin katapultiert wurde, der Gegner? Das war das. Die Physik in dem Spiel ist teilweise doch relativ amüsant. Relativ amüsant. Au! Was jetzt? Komm! Lass mich in Ruhe! Schon relativ amüsant, muss ich sagen. Jetzt kurz mal heilen hier. Ah, das war vielleicht schlecht. Was habe ich jetzt gemacht? Jump'n'Run ist nicht meine beste Disziplin. That looks like a problem. Na, okay. Now. Help me. Okay. War nicht so schwer, wenn man weiß, wie der Angriff geht. Nice job. Oh, what the fuck ist das? Neues Ziel zur Holo-Karte hinzugefügt. Wo? Da vorne. Ah, das ist der Tempel. Da will ich ja nicht hin, ne? Die anderen drei. Ja. I'm hungry. It's reducing the quality of my punch. Anyone there? Nice to move back! Au. Wie gehe ich mit dem um überhaupt? Ist gar nicht so schwierig, gar nicht so einfach hier mit dem Raketenwerfer umzugehen. Thank you.
Nope, so nicht. Dammit. So. Ich gehe nämlich davon aus, dass der eine Flügel, auf den ich draufgestiegen bin, der jetzt irgendwann runterfällt oder so. Deswegen habe ich mich so beeilt. Können wir hier sehen. Okay. Wir haben keine Stims mehr, das ist natürlich nicht so toll. Okay, langsam wird es nämlich kritisch hier. I'll check it out. Sturmtruppenkommandeur, okay. Der war jetzt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, das ist die Abkürzung, die ich vorher vorgestellt habe. Ich bräuchte eigentlich einen Speicherpunkt. Da ist ein Speicherpunkt. Ah, da war ein Speicherpunkt. Ah, da hinten ist auch einer. Aber da kann ich nicht hin. Und da, glaube ich. Oh ja. Das muss ich können. Ich würde gerne einen Speicherpunkt haben und dann mir das Leben zurückzugeben. Ist da richtig? Da müsste irgendwann das sein. Ja. Ausruhen. Fähigkeitenbaum brauchen wir nicht, weil Fähigkeitenbaum haben wir noch keinen Skillpunkt. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich am besten mit dem Raketenwerfer-Typ umgehe. Aber wahrscheinlich ist das Beste, die Rakete zu verlangsamen und dann auszuweichen. So. Relativ gut gelaufen jetzt, muss ich sagen. Obwohl der Kommandeur quasi genau hinter der Tür war. Okay. Oh, das sieht nach Rutschpartier aus. Komm. Am besten die parieren, bevor wir...